Hallo und willkommen zur unlängst angedrohten ersten Folge von FIFA 18 Karriere. Wir sind zurück. Was heißt zurück? Wir fangen jetzt erst richtig an. Also, mein Name ist Artok. Im FIFA der reine Beginner, weil das bin ich teilweise einfach. Und oh, ich freue mich schon auf euch, beziehungsweise ich freue mich auf das LP mit euch. Und vielleicht freut ihr euch ja genauso wie ich. Wollen wir eine Champions Trophy machen? Beziehungsweise wollen wir einen. Ja, wir könnten eigentlich mal einladen zum Turnier. Wir wollen mal nicht das Höchste nehmen. Doch. Oh. Ne, Österreich, ich mag die Berge. So. Dann lasst uns mal schauen, was das für uns noch alles Schönes bringt. So, Gymnastic, QPR, müssen wir gucken, was das ist, und Cremona. Wollen wir mal schauen. So, wir haben 6 E-Mails. Mal gucken, wer uns denn schreibt. Machen wir erstmal die auf. Ich möchte mich vorstellen. Yay, ein Scout will sich vorstellen. Der Christoph Ziegler. Gibt 2 Arten von Scouting. Okay, Region, spielerspezifisch. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Okay, erster Scout-Bericht ist auch da. Okay. Können wir uns mal kurz angucken, den Scout-Bericht. Okay. Timo Werner. Ja, werden wir uns wahrscheinlich nicht leisten können mit 30 Millionen. Ist ja nicht viel. Gerade für eine Mannschaft wie den ersten FC Kaiserslautern ist das ja hier so einmal aus dem Ärmel geschüttelt. Das ist ja gar kein Problem hier. Ja, tut mir leid. Vision, Erwartungen. Freuen uns auf Zusammenarbeit mit Ihnen, können es gar nicht erwarten, mit Ihnen Erfolge bei diesem Verein zu feiern. Ich will dem Jeff Strasser ehrlich gesagt gar nicht in die Parade fahren. Der Typ macht seinen Job bisher gut und das soll so weiterbleiben. In der ersten FC Kaiserslautern für den Erfolg nicht nur auf dem Rasen statt. Wir müssen unsere Marke stärken, unser Business fördern und unsere Fans zufriedenstellen. Aus der ersten Identität und langfristigen Planung ergeben sich diese Folgen: Finanzen. Finanzieller Erfolg des Vereins. Yay! Okay. Versuchen wir, einen Haken dran zu machen irgendwann. Nachwuchsentwicklung. Na, Entwicklung der Jugendakademie, Anwerben junger Talente, Profit aus Verkäufen von Eigengewächsen. Ist so eine Sache. Ich bin da kein Fan von. Ich finde, Eigengewächse sollten Eigengewächse bleiben. Gerade die Lauterer, die so gute Torhüter züchten, sag ich mal. Kevin Trapp, Roman Weidenfeller. Das sind jetzt so mal 2, die in der Champions League spielen. Die in ihren Vereinen doch sehr erfolgreich sind. Oder auch waren. Fall ist ja jetzt nicht mehr der Jüngste. So, lassen wir uns mal die Ziele anzeigen. Okay. Nachwuchs ist hoch. Markenpräsenz. Verpflichtet 2 Jugendspieler. Rufenmannschaft. Okay. Verpflichtet 3 Spieler Jugendakademie. Müssen das jetzt alle Verteidiger sein? Egal. Erzähl, 6 Millionen Einnahmen aus Trikotverkäufen. Oh, das könnte ein bisschen schwieriger werden. Erfolge kontinental. Naja. Reden wir nicht drüber. Kurzfristige Erfolge. National, zweitliga Aufstiegsrennen dabei sein. Wäre ich gerne, wenn ihr mich fragt, lasst uns erstmal den Klassenerhalt schaffen. Runde der letzten 32. Das heißt, es ist eine Runde vor Achtelfinale. Oh, das könnten wir schaffen. Aktueller Rang 2? Okay. Das ist nicht das, was ich zurzeit kenne. Egal.
Weiter geht's. Finanzen. Erhöhe die Spielergehälter um maximal 20%. Nee. Nee. In der ersten Liga vielleicht um 5. Aber ganz ehrlich, nö. Wichtig einfach unseren Transfermarkt. Der Transfermarkt ist jetzt offen. Bitte nicht vergessen, dass sich der Wert eines Spielers an dessen Formstärke, verbleibende Vertragslaufzeit, seinem Status im derzeitigen Verein und diversen anderen Faktoren bemisst. Zusammengenommen sind ihr Verhältnisse zu wechseln, welches. Okay, ganz ehrlich, nix für mich. Muss ich sagen, da war ich noch nie ein Genie drin. Aber Transferbudget, 3,15 Millionen, damit könnte man sich ja vielleicht was machen. Oh, wir haben Vorstandserwartungen, sind wir plangemäß, würde ich sagen, top. Viele Talente für die Nachwuchsmannschaft, lass mal gucken. Ja, dann würde ich sagen, schicker Scout. Ja. Also 5 Blindhammer. Blindhammer, okay. Okay, Entschuldigung. Ich dachte Blindhammer, der Typ, der ist bestimmt der beste Scout von allen, aber er heißt Blindhammer. Okay, alles klar. Sorry. So, dann nehmen wir doch lieber den Belgier hier. Das ist nicht der weniger mit der wenigsten Erfahrung. Scouting-Netzwerk aufbauen. Wir bleiben in der Region Mitteleuropa. Genauer genommen Deutschland. 3 Monate. Ich glaube, wir nehmen erstmal alle. Wir nehmen erstmal alles, was wir kriegen können. So. Dann lassen wir da mal ein Scouting-Netzwerk einrichten. So. Dann gucken wir mal weiter. Jugendakademie. Ja, das ist noch kein Thema bei uns. Jobangebote. Will ich noch keins haben. Nationalteam Jobangebote. Tut mir leid, liebe Leute. Im Moment eher nicht. So. Der Assistenztrainer schreibt. Trainer. Ja, alles klar. Le Fevre, hat sich auf den Weg nach Deutschland gemacht. Ja gut, Belgien ist natürlich sehr weit. Die nächsten 3 Monate baut er ein Scouting-Netzwerk für unseren Club auf. Einmal im Monat schickt er einen Bericht, was er erreicht und welche Spieler er gefunden hat. An dieser Berichte können Sie Spieler für die Jugendmannschaft verpflichten oder diese weiter beobachten lassen, um sie besser einschätzen zu können. Alles klar, Le Fevre, ich weiß es nicht. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, irgendwas ist heute falsch. So, Transferzentrale, lass mal reinschauen. Konnte man noch mal ein bisschen mal gucken. Teamzentrale, lass mal. Transferzentrale, lass doch mal reingucken. Ja, steht noch nichts. Mies. So, Beginner will sich auf internationale Bühne beweisen. Habt ihr sie noch alle? Ich doch nicht. Hey Leute! Wie soll der Kack? Entschuldigung. Lacazette. Breaking News. Na, was haben wir jetzt? Juventus Turin gewinnt an um Blaise Matuidi. Jo. Ist doch gut. So, gucken wir mal, wie wir hier verbessern können. So, Venus Balvis, also einer meiner Lieblinge aus 17 war ja wirklich der Pschibilko. Einer meiner momentanen Lieblinge ist tatsächlich Anderson, nicht nur, weil er am Sonntag 3 Tore geschossen hat, aber den können wir ruhig mal, ja, Abschluss unter Druck. Der Kerl, der kann ein bisschen was gebrauchen. So, Flügelspieler. Ozan Quatsch. Und der Manni, der muss rein. Der Manni muss. Dribbling und Präzision. Der, das kann er noch mal ein bisschen ausprobieren. Mittelfeld.
Feldspieler. Halfa, Moritz, Ziegler, Feschner, Gino Feschner ist unglaublich cooles Talent, wenn ihr mich fragt. Muss sagen, ich mag ihn echt extrem und ich hoffe, dass er den FCK wirklich noch lange erhalten bleibt, auch wenn er erst dieses Jahr gekommen ist, aber der muss ein bisschen, also der muss denen ein bisschen zeigen, dass er nicht umsonst geholt worden ist. Ich finde den wirklich spitze, den Kerl. So, erweitertes Verteidigen für Stipe Vucur. Und komm, machen wir auch ein Torhüter-Training. Komm, Müller kann es gebrauchen. Torhüter brauchen immer. Herauslaufen, schwer. So, und dann simulieren wir mal schnell alles. Gucken, was passiert. Boah, kann ich mit leben. Vor allem mit Marius Müller seinem B und auch Stipe Vucurs B. Die anderen, die kriegen wir auch noch parat, die Jungs. So, und dann müssen wir jetzt einmal unsere Mannschaft so einstellen, damit ich damit auch persönlich gut klarkomme. So, 4-4-2 flach ist für mich das Einfachste zu spielen. So, linkes Mittelfeld. Attic. So, Attic ist echt ein starker Spieler, aber der kann erstmal draußen bleiben. Ich weiß, dass das fies ist. Dann nehmen wir den Borello mal. Mal gucken, der Moritz, der ist noch ein Stückchen stärker als der Herr Ziegler. Komm, hauen wir noch direkt mit rein. So, Guevara, linker Verteidiger, der darf da, Entschuldigung, darf da gerne bleiben. Correa, Vucur. Da probieren wir es mal mit Modica. So, was wir hier machen, ist auf jeden Fall Spalvis. Und Kessel. Lass mal gucken. Den lassen wir erstmal drin. Dem geben wir erstmal die Chance. So. Also Auswechselspieler, die nehmen wir alle mit. So, wen ich noch mitnehmen möchte, ist auf jeden Fall mein Kumpel Przybylko. Sivas, ja, Attic, ja, Albeck unbedingt, Feschner auf jeden Fall. Vene, Vucur, ja, okay. So kann man es machen. Änderungen speichern. So. Und wenn es dann das Spiel gleich zulässt, dann können wir auch gerne mal das erste Match gegen sein Cooper. Wird das ja wohl irgendwie da gehen. So, Transferangebot für Moritz. Stuttgart ist interessiert zu kaufen. 3,2 Millionen Euro. Wir gucken mal. Hat einen Wert von... So, verhandeln wir das doch mal lieber.
Jetzt kommen diese wunderschönen Zwischensequenzen, die so neu angepriesen worden sind. Liebe Leute, ganz ehrlich, neue Transfersumme. Irgendwie habe ich kein großes Interesse, den zu verkaufen. Also fünf Millionen, na, 4,5 sind ja, na, 4,65 sollten ja wohl mal drin sein, oder? So, wir hatten ein Angebot von 4,65 Millionen Euro für angemessen. Oh! Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die 4,6 Millionen für den bezahlen. Wow. Okay. Weiß Bescheid. Nächste Mal noch mehr. Achso, weiter simulieren. Champions Trophy gegen QPR. Wer ist QPR? Oh, mal gucken, was ist. Ach, Queen's Park Rangers. Oh, mein Gott. Lange nichts mehr von euch gehört, Jungs. QPR. Könnte ja keiner drauf kommen. So, dann würde ich sagen, nehmen wir sofort Albeck rein, denn schließlich wird Moritz nicht mehr lang bei uns sein. Bei 4,65 Millionen. Nehmen wir ein bisschen mit Halfa, noch Freistöße. So, okay. Okay. Zu hoch. Zu hoch. Nicht zu hoch. So. Zu weit links. Dann probieren wir es mal so. An der Mauer vorbei. Na, da bin ich ein Stück weiter. Egal. So, und jetzt aber. Ach du Kacke. Sorry, Leute. Ja. Knapp ein bisschen höher. Nee. Nee. Und ich mach lieber mal das Spiel weiter. So, das wird eine richtige Mammutfolge heute. Wir sind schon bei 20 Minuten. Na, 19. So, Undercourt Lane. Ein FIFA-Schiedsrichter. Na gut, damit ist der Karrieremodus auch auf dem Feld eröffnet. So, und dann hoffen wir, dass wir heute mal nicht so, naja, hühnerhaufenmäßig durch die Gegend düsen. So, hier ist so ein Borello. Ballwitz. Das war schon ein schöner Einstand. Der hätte jetzt nur noch drin sein müssen. Und wäre gut herausgespielt.
von Albeck. Läuft der Ball vergeblich hinterher. Corbella auch. So, und Daniel Halffa. Auf Luis Balbes. Das war leider nicht so gut. Oh, Quattro, doch, unser Quattro war das, Entschuldigung. So, und Borello, der den Ball sofort wieder verliert. Auch Anderson, letztes Mal hätte ich dich besser mit sowas anderem verleitet, oder? Ah, Mann, oh Mann, Mann. Also im Moment ist mir der FIFA-Gott nicht hold. Oh je. Oh, und Manfred Osa-Quattro wieder. Ei, und Anderson vertemmelt das Ding. Quattro holt sich den Ball zurück, aber dann ein Fehlpass. Na, ei, ja, Glück gehabt, dass es nicht nur eine zweite gibt. So, Modica. Correa und Guevara wieder. Auf Daniel Halffa. Und der hatte versucht. Auf Guevara zu passen. Verletzten Spieler. Jo. Dann gucken wir mal, wen wir da reinschmeißen können. Gucken. Linksfuß. Na, der nicht unbedingt. Wer der Moritz denn? Nee, auch nicht. Komm, dann nehmen wir wenigstens einen Verteidiger, dann bin ich mir sicher, dass da hinten wenigstens noch ein Verteidiger ist. Klar, mal gucken, was der Kessel kann. Rechtsfuß. Okay. Ja gut, dann müssen wir gucken, dass der Mvene da die linke Seite rockt. Ja, hab's gesehen. Nicht sehr schön. Aber sowas passiert. War halt keine Absicht. So. Super Spiel. So, Albeck. Fast zu langsam für diese Verteidigung. Anderson. Anderson. Oh, und Vene bei seinem ersten Zweikampf. Ja, wenn es einer geworden wäre. Und Halffa. Der Mann ist eine gute Anspielstation. So, Osa-Quattro.
Invasoren. Schön von mir. Irgendwas falsch gemacht. So, mal gucken, wie weit der Müller dann mit seinem Abstoß kommt. So, seitdem Spalvis da den nicht ganz so weit weg vom Tor Richtung Ecke gezimmert hat. Ist hier eigentlich bei uns im Moment der Ofen aus und nur die Queens Park Rangers spielen? Und das war zu lange. Ich würde gerne wissen, ob die überhaupt noch in welcher Liga die in der Liga spielen. Ich glaube, Premier League? Weiß ich jetzt gar nicht, ob die da noch sind. Wahrscheinlich ist es eh erstmal Halbzeit. Ja. Und da müssen wir uns jetzt mal was überlegen. So, Cremona liegt 1-0 hinten im Gymnastik. Sturm Graz führt gegen Jeni und Malatayaspor und Twente Enschede, ein bekannter Verein neben Sturm Graz und Austria Wien, führt 1-0 gegen Austria Wien. So, dann gucken wir jetzt mal. Da machen wir jetzt noch nichts. Wir probieren es erstmal so, wie wir aus der ersten Halbzeit gekommen sind, in die zweite zu gehen. Eine Auswechslung haben wir ja schon hinter uns, notgedrungen. Ich bin gespannt, wie lange Guevara dann von uns ausfallen wird. So, und hier sind wir mit Manfred Osei Quadwo. Oh, der kann ruhig mal alleine gehen und schießen. Oh, schade. War jetzt nicht der schlechteste Ball, ganz ehrlich. So, weiter geht's. Müssen einen Rückstand von 2 Toren aufholen. Oh nein, ich möchte nicht noch ein drittes kassieren. So, liebe Leute, ach, da ist es wieder. Das werden wir in einer anderen Aufnahme wahrscheinlich sehen. Und. Merkt euch einfach mal den Hashtag #OLiebeLeute. Ich glaube, der wird diese Saison oder insgesamt jedes Video von FIFA 18 prägen. Ich habe nämlich heute schon ein kleines Orakel aufgenommen und ja, ich glaube, oh liebe Leute, naja, wir schaffen es nicht damit in die Trends, aber das schaffen wir schon irgendwo hin, weil das ist ganz schön, sagen wir, oft gebraucht im Moment, liebe Leute, oder oh liebe Leute. So, Munica, ja, kann der Mann einfach mal gehen. Spalvis wird einfach mal weggecheckt. Das darf natürlich nicht sein.
liebsten Anderson. Hau ihn rein. Das sind die Chancen, die am Ende immer fehlen. So, und wieder Anderson. Auf Spalvis. Spalvis, der gefällt mir jetzt schon verdammt gut, der Kerl. So, und weiter geht's. Mit Osa Quattro, der aber leider zu viel Dribbel und den Ball verliert. Eigentlich schade. Und tauschen wir mal Osa Quattro gegen Attic. Nehmen wir mal diese schnellen Wechsel in Einkauf. Vielleicht entwickelt sich Artik hier zum Joker. Man kann ja noch hoffen und träumen dürfen, oder? So. Perfekt, boah. So ein schöner Ball, Leute. Und dann so eine Kacke draus gemacht. Also gar nichts quasi. Auch nicht schön. Ja, komm, Cibilco noch mit rein. Unsere letzte Hoffnung. Der Kacper oder Kasper. Ich glaube, man würde ihn Kasper in Deutschland nennen, aber ich glaube, er wird anders ausgesprochen. Aber da nagelt mich jetzt bitte noch nicht drauf fest. Also werden es definitiv noch steigern müssen in dieser LP, in dieser Saison, nennt es wie ihr es möchtet. Also wir müssen nicht Meister werden, aber so will ich nicht untergehen. Ja, da könnt ihr euch an den Kopf fassen, ich tue es auch. Gratulation an die Queen's Park Rangers. Sturm Graz hat 2-0 gewonnen, Twente Engineer 1-0 und Cremona hat 1-1 gegen Nastic. Das heißt, wir könnten da noch ein bisschen Glück haben, dass wir da noch weiterkommen. So, Spieler verletzt, Chef also Physio. Transferangebote für Cibilco. Ich glaube, da hat irgendjemand zu viel geraucht. Leon gemacht. 8 Wochen. Ach du Scheiße. Verzeihung. So. So. Da
zwar müssen wir jetzt jemanden finden. Einen Linksverteidiger haben wir nicht. Oder? Die sind eher immer rar bei diesen Spielen. Lass mal gucken, was kann der Fechner denn? Dessen Rechtsfuß. Ich probiere es einfach mal. Und den Guevara setzen wir in die untere Etage erstmal und wechseln gegen Abu Hanna. So, damit der nicht mehr auftaucht und verletzt mitreißt. Alles klar. So. Das waren jetzt fast 40 Minuten Aufnahme. Ich finde, das ist gut für eine erste Karrierefolge. Ich habe viel Spaß gehabt. War sehr albern. Wobei ich finde, dass das eigentlich gut ist. Ich habe immer Spaß daran, albern zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr auch Spaß mit sowas habt. Ihr könnt mir das gerne schreiben. Und ja, dann macht's mal gut. Bis dann. Tschüss.